Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Daisy Epoch Pantera. An meiner Seite ist der schnuckelige, liebe Daniel. Jo, hallöchen. Es ist viel passiert, es ist wirklich viel passiert, Leute. Und wir müssen euch zuerst sagen, wir haben jetzt ein paar Tage ausgesetzt mit Spielen. Für euch ist es natürlich ein nahtloser Übergang zur nächsten Folge. Aber Daniel, sein PC war im Arsch. Jo. Den hat's mal voll weggeledert, nach so vielen Jahren. Ich glaube, 3-4 Jahre lief der ohne Gut, Sorgen. Das interessiert keinen weiter mehr. Doch, das interessieren alle. ja, musste eben mal schnell 200 Euro investieren. Hab sehr getrauert, weil viel Kohle und so. Aber nützt ja nix. Wenn PC kaputt, dann kann man nicht mal schlafen. Also die Gamer unter euch, die wissen, was ich meine. Entweder hast du gesagt die Gamer oder die Gamer? Die Gamer. Achso, okay. Die wissen das schon, was ich meine, dass man das total verrückt spielt und oh Mann, ich will, der PC soll wieder heil werden und ja. Ja, so. Na, jedenfalls geht er jetzt wieder, bis auf das letzte Problem, was ich hatte, war, dass Fraps nicht mehr aufnehmen will. Immer wenn ich Fraps gestartet habe, hat er mir einen Bluescreen serviert. Und jetzt nehme ich mit Nvidia auf und ja. Kein Bluescreen. Ach ja, falls jemand eine Ahnung hat, woher das kommt, das Bluescreen, sobald Fraps eine Aufnahme startet, doch bitte einmal in die Kommis schreiben, das würde uns sehr helfen. Und falls jemand jetzt schreiben sollte, ja, benutzt mal eine neuere Version von Fraps, habe ich. Ich habe dann eine andere Version mir runtergeladen. Und da war das Problem, also bei der alten Fraps-Version, die 3.5.4, da war es so gewesen, dass gleich Bluescreen kam und bei der Version 3.5.9.9, da war das gewesen, dass das Bild hier stehen geblieben ist, also das Spiel abgekackt ist, und dann wollte ich mit dem Tastenmanager das Spiel beenden und dann kam auch Bluescreen. So. Ja. Ja. Ja, und jetzt hier zu Daisy endlich mal. Genau. Nachdem ja Daniel die Tage weg war, sind wir auf dem alten Server gewesen, beziehungsweise ich und naja, Daniel auch, und wir locken uns ein und ja, SUV auf einmal hat war offen. War halt offen. Der Schlüssel war nicht mehr im Safe und ja. Ein Tag darauf war auf einmal das Safe weg. Und dann habe ich mich sehr doll geärgert, dann haben wir uns voll geärgert und Daniel und ich haben geweint und haben geschrien. Und dann haben wir uns einen neuen Server gesucht und hier sind wir. Und der jetzt ist allerdings. Und dieser Surfer ist recht viel besucht. Ja, es ist übrigens der Firecock Gaming Server, aber bis dahin habe ich schon längst ein Infovideo gemacht, auf welchen Server wir spielen. Ja. Hoffe ich doch, also der ist gegen Abend hin, ist ja, also gestern Abend waren hier, war der fast voll gewesen. Also 35 von 44 Spielern. Yep. Und das ist ja fast voll. Da habe ich schon bald die Befürchtung, wenn wir dann Videos hochladen und aus der Community noch viele mitspielen wollen, dass wir dann selber vielleicht gar nicht mehr hier reinkommen. Ja, oder die Leute, die hier eigentlich öfter spielen als wir, dass die nicht mehr reinkommen. Ist mir egal. Hauptsache, naja, wir kommen noch rein. Kann aber auch passieren, dass wir da nicht mehr reinkommen. Aber spätestens dann müssen der wir... Der ist so groß, ich komme überall rein damit. Naja, träumen weiter. Schade. Das würde dann zur Folge haben, dass wir entweder warten müssen, bis wieder Plätze frei werden, oder wir uns nochmal einen neuen suchen müssen. Aber ich hoffe mal, dass wir dann Pantera soweit auch schon hinter uns haben, dass wir dann eventuell soweit sind, dass wir schon eine neue Karte, eine neue Map suchen können. Wir werden sehen. Ja, und wenn man hier Zombies abschießt, kriegt man immer Kohle. Man sieht es ja rechts bei mir. Coin System. Ding, 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 ding. Und wir wollen jetzt hier quasi unser Base bauen. Da ist diese Scheune, dieses Häuschen, was da steht, und dieses Häuschen, was da hinten steht. So, ja. Als erstes wollen wir hier die Scheune mit einer Tür versehen. Das ja, erzählen Sie mal, Doktor. Dicht ist, dann wollen wir das hier so einzäunen von Scheune zu Haus, von Haus hier, so soll das Tor hin, hier so, ne, denke ich mal, hier vorne, ja, das ist gut, hier so, dann geht's weiter hier rüber zu der Hauskante. Da muss natürlich der Zaun, glaube ich, hier hinten lang gezogen werden, weil hier eine offene Tür ist und offene Fenster. Ja, und dann von hier hinten rum
wieder zur Scheune da hinten hin. So, und dann wird das Ganze natürlich überdacht, ne? Hast du gesagt, ne? Hier ja, so es wird alles komplett eingedacht, sodass wir hier unten voll safe sind. Genau, komplett zugemacht. Und das Schöne ist, hier ist auch Vector-Building und so, also Weg bauen und so ein Scheiß, also geht alles. Ja, der hier gehört uns auch schon, der Hammer. Ist ja voll der Hammer. Und da oben auf dem Hügel steht auch noch ein ganz großer, wissen wir eigentlich gar nicht. Lass uns mal hinrennen. Vielleicht steht er ja gar nicht da. Ich erzähle hier was und dann ist er gar nicht mehr da. War das nicht hier oben? Der Jusek? Nee, rechts. Rechts. Da oben, ne? Ja doch, der steht noch da. Ich sehe schon seine Rückenflosse. Willst du es erzählen oder? Nee, jetzt darfst du erzählen, weil ich hatte. Du hast so schön erzählt die ganze Zeit. Erzähl weiter. Na, ich hatte ja die ganze Zeit mit meinem. Man prallt nicht mit seinem. Mein PC noch zu tun gehabt und ich konnte ja mit Ivan nicht spielen, weil ich das versucht habe, alles zu lösen. Lass mich nur ganz kurz sagen, und da wir den Server gewechselt haben, war es für mich eine Aufgabe, dass wir schon mal wenigstens einen Safe und ein Auto haben. Ja. Ja. So, und Ivan hat hier den, weiß gar nicht, wie hast du den hier nochmal bekommen? Ich habe den geliehen? Kann man das sagen? Geliehen? Oh, Heli. Nee, du hast den Heli. Nee, es ist eine Mosi. Na jedenfalls hat er den vom anderen Spieler ergattert oder so, ne? Ne, ich bin die Base eingebrochen. Ach so, ja, das war mehrmals. Ach, stimmt ja. Er hat eine Base aufgelauert und da sind die gerade aus einer Base rausgekommen, da hat er die abgeknallt. Nee, die und sind die reingegangen und die haben vergessen, die Tür hinter sich zu machen, waren am Safe gestanden. Genau. Und den Safe hatten sie auch aufgelassen und da konnte Ivan sich reichlich bedienen, hier mit Schlüssel und, weiß nicht, 8 Briefcase. Einen hat er vorhin verloren gehabt, weil er eine Büchse fressen aufheben wollte, da ist ihm einer aus dem Inventar gefallen. Ist mir ein Koffer aus den Eiern gefallen, du. Ja. Hat er erstmal einen Koffer gelassen, genau. Oh, warte, der und jetzt haben wir aber noch 7, haben quasi den großen Heli hier und haben ja da unten den Safe. In dem Safe ist noch ein Safe und natürlich Briefcase. Wie viel hast du jetzt bei dir? 2, ne? Bei, genau. Wir wollten jetzt erstmal folgender Plan. Wir wollten erstmal jetzt diesen großen Heli hier, den wollten wir verkaufen gehen. Ja. Davon wollten wir uns einen kleineren, wendigeren kaufen. Ja, da über uns ist die Sau. Warum? Weil ich den Groß nicht mag. Nee, ich sag jetzt gerade, als wenn jetzt die Zuschauer warum fragen. Ach so. Ja, ihr sehen. Das soll sich verpieseln, ich mag den nicht. Weg. Kusch, kusch. Also warum wir das machen? Ja, ihr seht hier der Luftverkehr. Da hinten fliegt glaube ich auch noch einer. Ein anderer. Ach nee, ist ein Vogel, okay. Aber der Luftverkehr ist hier ziemlich stark. Und da würden wir mit dem Großen hier... wir müssen noch Gruppe machen. Ich habe mich gerade eingestuhlt, weil ja, du aus dem Baum rausgelaufen kamst. Würden wir mit dem Großen hier ziemlich zu tun haben und wahrscheinlich würden wir bei Zeiten abgeschossen werden. So ein Teil könnte man sich eventuell nochmal kaufen, wenn man alles hat oder so und ne, nicht weiß, was man mit dem Geld machen soll. Naja, was haben wir? Ein schönes Startkapital. Brauchen wir jetzt nicht so mühsam uns das zusammensammeln. Naja, ich habe dafür gesammelt, du. Ich habe gestern dafür sehr viele Leute getötet. Was heißt gestern? Also zu einem anderen Tag der Aufnahme. So, hast du einen Schlüssel für den Heli dabei? Bei meinem Glück wahrscheinlich. Ja doch, ich habe ihn echt dabei. So, dann können wir, warte mal, dann muss ich mir erstmal auf der Karte nochmal unser... Ich markiere mir mal sicherheitshalber hier unser Dings, unser Zuhause. Ich kenn's auswendig. Ja, so. Dann lass ich unser... Na, du kennst es ja auswendig. Ich muss mir nämlich den Airport markieren. Hä, wo habe ich denn jetzt markiert? Ach, hier hinten. Zeig es gibt mal. Hier 2 Airports und einer ist gleich in der Nähe, aber da ist auch so eine Art Mission. Das heißt, es ist nicht so cool. Und beim anderen ist auch eine Mission scheiße. Okay, wir fliegen einfach jetzt mal los, weil jetzt kommen auch die Gäste hier. Zombies. Ab rein da, komm. Ich muss dich dann noch leiser machen. Du bist ziemlich laut bei mir, du. Ja? Ja, ja. Aua, aua, aua. Hast du aufgemacht? Ja schon, aber ich komme nicht rein. Aua, ich habe mir wehgetan.
Als Passagier, nee, als Pilot. Jetzt geht doch. So, ich bin an Bord. Schön hier. Geil. Und hast du jetzt markiert, wo wir den verkaufen können und vielleicht gleichzeitig, ach ja, wir müssen ja zum irgendeinen Airport, ne? Ja. Wollen gleich den verkaufen und einen kleineren kaufen. Ja. Nikos Perspektive. Ja, der ist zwar jetzt ein bisschen laut, aber das lasse ich jetzt mal. Oh, Ego Perspektive ist wie eine Scheiße. Das geht nicht so gut. Oder ich mach's doch mal noch ein bisschen leiser. Ja, ich fliege ja in der Ego, deswegen ist das nicht so schlimm. Cannot fire. Die Düsen sind schon ganz schön laut. Ist aber schon ein Riesenteil, wa? Ja, das ist zu groß. Ja, ja. Und ihr seht ja selber, dass der nicht gerade der schnellste ist. Und da unten steht ein Heli, Alter. Und da sind wir ein ziemlich schnelles Ziel. Ja, der ist aber ausgebrannt, der da unten. Einmal bitte schreien, weil ich höre dich nicht mehr. Ich sag, der da unten scheint aber kaputt zu sein, der da steht. Wir sind noch nicht in der Safe Zone, oh mein Gott. Jetzt sind wir safe. Kannst ruhig vorfliegen bis zum... Ja, und dann müssen wir uns natürlich Baumaterialien beschaffen. Das ist der Heli, wo man immer, wenn man mit dem Bild nach hinten ist, dass einem immer hier diese Heckflosse immer voll hier im Bild hängt. Ja. Ja. Ich lande. Achtung. Ja. Sehr schön. Oh, aua. Oh. Das Aussteigen war jetzt aber auch nicht gerade nett. Alles deine Schuld. Ja, und wir... Hattest du schon gesagt, dass es immer noch Pantera ist, ne? Ja. Yep. Boah, 108.000 hat er gegeben. So, also ein Koffer. Und bei wem kaufst du jetzt einen neuen? Bei dem? Ich muss erstmal die zwei Koffer hier... Nee, wieder beim anderen, aber ich muss die zwei anderen Koffer erstmal umtun, ummuddeln, verkaufen. Mhm. Und jetzt, ich habe hier auch Zugriff auf die Bank. Soll ich das gleich auf die Bank einzahlen oder mit nach Hause nehmen für ein Safe? Nee, die Bank hast du bei jedem Händler Zugriff. Ja, aber wir erstmal einen Heli in anderen kaufen und dann gucken, wo wir Baumaterialien herkriegen. Gut, weil ich habe jetzt 300.000 einstecken. Ja, Leute, ich kann nichts dafür. Der hatte 8 Briefcases einstecken. Hätte ich die zurücklassen sollen? Ja, naja. Also, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Oh, die haben Flugzeuge. Ich meine, da hatte Ivan gestern Abend, also... Der hat da einen nach anderen weggeballert, als ich nicht spielen konnte. Da habe ich ihr auch gesagt, aber halt das jetzt einfach. Wer weiß, ob du nochmal so ein Glück hast. Ach, wir könnten auch gleich einen bewaffneten Heli kaufen. Ich bin doch Bandit. Ich habe minus 12.000 Menschlichkeit durch gestern. Bei dem kannst du das, oder was? Nö, ja, da müssen wir zum Bandit Trader. Der ist nur, ein Stückchen weg. Geht dann ein Mann Heli, oder... Na, du kannst nicht fliegen, ne? Wieso kann ich nicht fliegen? Also ein Mann-Heli weiß ich jetzt nicht, aber... was kostet so ein... Wie heißt er noch? So ein kleiner... Warte. Kauf einfach den hier, der kostet 72.000. Da können wir zusammen rein, dann kaufen wir uns einen Banditen-Heli. Genau. Dann tue ich das Geld jetzt hier auf die Bank einzahlen, ne? Falls wir sterben oder... Ne, obwohl, das überlebt man schon. Ja, kannst du den hier dann auch? Also den könnte ich ja auch fliegen dann. Ja, aber, oh warte mal, jetzt habe ich zwei Schlüssel. Ich glaube, no risk, no fun. So. Gut. Ne, wir müssen zusammen fliegen jetzt. Bei mir ist immer noch abgeschlossen. Ja. Äh.
Juhu, er so, ist drin. Jetzt fliegen wir zum Bandit. Genau. Oh, da steht ein Heli, Daniel. Tu mal den Schlüssel hier gleich im Heli rein. Ach, meinst du, den kann man... Nee, der ist bestimmt abgeschlossen. Nee, weil der hier ist markiert auf der Karte, genau hier, wo wir gerade sind. Echt? Hat hier einer hingestellt als Falle, oder was? Weiß ich nicht. Nee, so eine gelbe Markierung, so als Geschenk quasi. Ach so, na, warum bist du da nicht mal da? Boah, der gefällt mir. Warum bist du da nicht mal runtergeflogen? Weil ich Angst habe. Ach so, ja. Na, lass uns erstmal unsere Mission machen. Schau mal, wie schön schnell ich bin. Hui! Boah, unter die Brücke fliegen! Nein, war nur Spaß, war nur Spaß! Hoch, hoch, hoch. Dahinter sieht sie mir nicht gut aus. Daniel, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir ziemlich am Anfang der Staffel von Pantera dieses eine Haus mit der Mauer gefunden haben? Ja. Dort will ich wohnen. Dieses eine Haus mit der Mauer. Ja, wo wir da auf ziemlich Berg und da war der Fluss gleich. Boah, was für eine Aussicht und so. Und ja, wo war denn das gewesen? Ja, gute Frage. Dann müsste ich in die Aufnahme gucken. Hier unten aber ist es auch übrigens mit so eingemauerte ja, aber das ist Halle. Kackdorf und so. Ja, und die Stelle, die wir auch schon beim schon mal hatten, am Wasserrand. Links von der Karte. Links ist ein Heli links. Er ist abgesperrt, 100 Pro. Steht da ganz einsam auf dem Berg, bist sicher? Nee, da ist eine kleine Holzbasis. Und ja, ein grüner so. SUV. Ah ja, dann ist er... Banzai! Boah, ich mag die Belle wirklich, die ist so schön flink und so. Ja, die ist... Die ist gut wendig. Und die ist auch ein ganz schönes Stück schneller. Und kackenlaut. Ja. Hast du Angst? Nö, ich vertraue dir. Du bist selber schuld. Tja, na, wenn ich sterb, stirbst du auch. Nein. Aber meistens ist es ja so, dass man vom Hubschrauberabsturz oder so nicht stirbt. Dass man sich dann nur schnell verbinden muss oder so. Habe ich gut geflogen oder habe ich gut geflogen? Eine gesunkene Schiffe da. Und hier die Piraten, hier gestrandet. Da steht ein Eimer-Heli. Wetten, der ist nicht leer? Das heißt, einer... Hast du den Schlüssel vom kleinen Heli im Heli gepackt? Jetzt. So, lieber Bandit Trader, was hast du mir hier zu geben? Oh ja, Baby. Kann man hier eine M107 kaufen? Nein. Special Weapons, was kostet denn die M107? Davon habe ich zwei. Was? Daniel, die M107 kostet 160.000. Und davon haben wir zwei Stück. Habt ihr gesehen, wie der Rotor hier die Kamera mal weggeschubst hat? Alter, eine DMR. Boah, sind die viel teuer. Das ist übrigens hier... Was habe ich hier in der Waffe? Die schießt übrigens auch mit DMR-Munition, aber das ist die erste, die ich hier auf dieser Map gefunden habe, in irgendeinem Haus. Und die habe ich jetzt mal... Kettenfahrzeuge. Oh, schön. Also Panzer kann man hier auch? Ja, also Panzer jetzt nicht direkt, aber Kettenfahrzeuge halt. Super. So Panzer gibt's nicht. Hey, das erste Boot, was ich in Pantera sehe, da hinten. Wo denn? Ja, hinter dem Schiff. So ein kleiner Punkt, so ein weißer. Ach, da. Oh, guck mal, Daniel, du fliegst mit dem Ding da unten? Mit welchem Ding? Neben dem Schiff. Nee, mit dem fliege ich nicht. Da habe ich schon so oft verkackt mit dem Teil. Ich hasse dieses Quatsch. Ding. Hey, hier ist ein Händler für Baubedarf. Das ist doch nett. Ah, ja. Da können wir uns dumm und dämlich kaufen, Daniel. Dann kauf erstmal den Heli, den du haben wolltest.
Ich kaufe, was kostet denn der? Ja, genau. Und dann Heli. von dem Rest kann den kannst dann den Heli kannst du dann gleich mit Baumaterialien noch zu Der kostet 216.000. Was? Den du haben wolltest? Nee, der wohl, ja genau, passt schon, ja. Oder den da? Ein Little Burton mit Minigun oder Raketen sind das? Ich weiß es nicht. 400.000. Ja, aber da passt nicht so viel rein. Du solltest schon eine kleine Nummer größer nehmen. Also so Vietnam-Heli-mäßig Größe sollte schon sein. Ja, aber der hat nur dieses MG. Der Vietnam-Heli, ja, aber und dieser andere, den du gemeint hast, dieser U1 oder wie der hieß? Ja, der ist kackenteuer. Echt? Kostet auch 430.000. Ja, dann nimm lieber den, dann nimm doch lieber den Vietnam-Heli. Ja, das Problem ist, Daniel, ich habe nur 250.000. Was kostet der Vietnam-Heli? Der kostet 216.000. Hm, der ist... den können wir uns leisten. Dann haben wir aber keine Kohle mehr für Baumaterialien. Oder ja, fast doch, keine. Das Baumaterial ist billig. Ich könnte dir noch 2250 geben. Wir können uns auch diese Version hier bewaffnet kaufen, Daniel. Dann haben wir zwei davon. Die sind schön klein, flink, was willst du mehr? Ja, aber da passt nicht viel rein. Genau. Was kostet ein großer Rucksack? Mal schauen. Ach ja, kann ich mir bestimmt nicht leisten mit 2250, oder? Ich glaube nicht nee, mal, dem, dass es... Bei dem kannst du... da hinten steht da noch einer. Guck mal da hinten. Hinter echt? Dem oh. Typen. Oh, das ist der falsche Typ. Und da links noch einer. Bist du der Richtige? Handel mit mir, Mann! So, hier gibt's keinen ganz großen, nur die Waffentasche an sich. Oder ein Coyote halt. Wie teuer? Der Coyote kostet 9.000. Mhm. Ja, nehme ich dann schon mal ein. Ach ja, nimmst du. Mhm. Muss ich kaufen dir, ne? Nee, komm her, dann gebe ich dir 9.000 in die Pfoten. Oder ich gebe dir mein Restgeld. Nee, brauchst du nicht. Zieh mal 2.000 ab von den 9.000. Ah, jetzt muss ich auch noch rechnen. 7.000. Hast du eine Macke? Brauchst du mir nur 7.000 geben. Hab ich. Ja. Okay. So. Ich will aber nicht diesen Vietnam-Heli. So, ich habe noch 50.000 auf dem Konto, dann habe ich 300.000. Ah, das ist auch nicht gerade viel, ne? Waffentasche. Hätte ich mal diesen einen scheiß Briefcase nicht verloren, ey. Kacke. Boah, was für geile Karren, Alter. Coyote. 9.000. Boah, einen SUV gepanzert. 400.000! Was? Sorry fürs Schreien, aber ich muss meiner Wut Ausdruck verleihen. Das ist voll kacken teuer, Mann. So, ich denke mal, dass er den gleich ausgerüstet hat. Ja. Alles klar. Ich kann mir das nicht leisten. Na gut, dann kauf erstmal den Heli, dann fliegen wir nach Hause und dann fliegen wir nochmal und nimmst du nochmal neues Geld mit und dann... Soll ich jetzt trotzdem Heli kaufen? Ja. Nochmal so einen kleinen, bloß bewaffnet könnte ich. Ach, oder fliegen wir mit dem erstmal... Ach so. Oh, ich weiß nicht. Warte, lass mal gucken nochmal hier. Ich möchte bloß nicht zu viele Helis bei uns stehen haben, solange wir unsere Base nicht fertig haben, weißt du? So, lass uns doch erstmal mit dem wieder nach Hause fliegen. Nochmal Geld. Ich kaufe noch den hier, dann der kostet nur 100.000, sehe ich gerade. Der ist irgendwie spezial oder spezial drin, warum auch immer, das will ich jetzt sehen, was der kann. Ach so, und ich müsste einen Schnitt machen. Uiuiuiuiui. Okay, machen wir erstmal einen Schnitt? Ja, wir machen einen Schnitt. So, dann sagen wir mal an dieser Stelle hier, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Desi, Pop Pantera, bis dahin, mach's gut, auf Wiedersehen. Genau, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.